Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zum mein Dorf der Toten in der Apokalypse. Wir hatten ja letztes Mal einen herben Rückschlag erlebt. Banditenangriffe, radioaktiver Regen. Trotzdem können einige Leute noch schnarchen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Betten für Leute, neue Leute. Das Problem ist, die fressen mir die Haare vom Kopf. Der Verbrauch ist nämlich, da sehen wir es gerade. Eigentlich, hallo? Hallo? Der Verbrauch ist gerade 12 und wir kriegen gerade mal 12. Plus rein. Das Problem ist trotzdem, wir verlieren oben mehr, als wir dazu... Ne, wir gewinnen eigentlich gar nichts. das Problem ist, die Spezialisten können auch nicht arbeiten. Wir haben nur... Wir brauchen Leute. Komm, dann haben wir halt nur einen Träger. Dann dauert alles länger. Und hier bauen wir Mais an. Jetzt haben wir beides nicht zeitgleich gestartet, aber... Vielleicht kriegen wir noch ein paar radioaktive Kartoffeln raus. Der steht da drin, ist auch gut. Das Zelt ist auch ein bisschen im Eimer. Ja, auf der Weltkarte haben wir gesagt, kommt mal alle wieder zurück. Und das werden die wahrscheinlich auch weiter tun. Ich weiß nicht, ob ich es anklicken muss oder ob sie es automatisch machen. Weil das dauert ja noch ein bisschen. Wo Quo ist ja bald zurück, das ist schon mal gut. Und was ich mal nebenbei gucken wollte, ob Eevee hat sich geheilt. Das heißt, Eevee kann raus. Eevee kann nämlich was zum Erforschen holen. Forschungspunkte. So, denn... Es wird zwar dauern, bis du da bist, aber... Ja, komm. Forschung 4 haben wir zwar nicht. Du hast, glaube ich, nur Forschung... Doch, 4. Oh, passt doch. Das passt wunderbar. Ja. Und eigentlich arbeiten wir nur darauf hin, oder wir warten eigentlich nur, dass wir wieder neue Personen bekommen. Oder dass Kinder vielleicht arbeitsfähig werden. Das wäre auch gut. Sehe ich, wie viele Kinder ich habe? 4 Kinder. Oh, das ist Potenzial. Potenzial für Arbeitskräfte. Komm, werdet schneller wachsen, ihr kleinen Scheißer. Ich brauche Arbeitskräfte. Wie sieht's mit Wasser? Wasser müsste tutti sein, ne? Verbrauch ist natürlich geringer geworden, weil wir, ja, weniger Leute haben. Ich habe gesehen, wir haben noch Beeren hier überall. Ne, hier nicht. Doch hier. Dass wir zur Not auch noch jemanden losschicken können, der sich da Bären beschafft. Das ist ja immer das Schnellste, was man sich hier... was man hier bekommen kann. Apropos. Arbeitszone verlegen. Die lassen wir nochmal. Holen wir uns da hinten mal die Bären. Und hier ist noch ein Kranker drin. Das wäre auch gut, wenn der... Eine Gruppe Überlebender. Gott sei gesegnet. Ah, 2 Erwachsene, 2 Kinder. Oh, eine Spezialistin. Und nur ein Kind. Sind das vielleicht die Jodtabletten, die wir brauchen? Oh, Benzin. Dragon. Wir kriegen nur Frauen. Als Spezialistinnen. Aber mir ist das Wumpe. Hauptsache, ich habe die Kraft. Die Arbeitskraft. Und die ist... Können auch gut plündern. Kampf nicht schlecht. Erkundung auch nicht schlecht. Eine zweite Quo. Cool. Name ist auch cool. Die Leute fragen sich, warum wir nach all dieser Zeit immer noch keine neue Regierung haben. Es scheint fast, als ob das alles Teil des Plans wären. Ich weiß nicht, welcher Plan, aber ihr kommt auf jeden Fall zu mir. Oh, die haben Dosenfutter.
Hier, du kannst gleich auf die Weltkarte. Geh ab hier. Und wir haben Arbeitskräfte. Yippie-yay, Schweinebacke. Dann können wir wieder Holz aktivieren. Wir können das wieder aktivieren. Ja, und Häuser müssten wir ja noch genug haben. Schneiderei brauchen wir noch nicht. Und das war hier... Werkzeuge haben wir auch noch 61. Das reicht. So. Quo. Yeah, Motherfucker. Ich überlege gerade. Wo könnte es denn mal uns hin verschlagen? Na komm, hinten waren wir noch nicht. Cool wäre, wenn man diese Gebäude später auch nochmal auseinandernehmen könnte. So, und dann ist wieder Nacht, Tag 19. Es hat begonnen. Ich spule nochmal ein bisschen vor. So, dann sind nämlich die Spezialisten wieder aktiv. Und jetzt haben wir Schusswaffen zu Hause. Dragon. Ich glaube, wir haben Dead Greek. Reisezeit. Ein Tag und 21 Stunden. Das scheint mir... Handelsoption. Ja, mit denen können wir handeln. Cool. Wir haben auch ein Auto. Waffen, Sonnenblumen, Möhren, Mais. Das ist cool. Und dahinter haben wir noch ein kleines Gebäude, was wir plündern können. Das heißt, wir müssen ja einmal außen rum wahrscheinlich, ja? Oder kommen wir, nee, können auch schon dran vorbei. Ich meine, ich glaube, ich habe gerade nichts, was wir doch Werkzeuge könnten behandeln. Wir könnten sagen, hey Jungs, wir haben hier tolle Werkzeuge. Und hier, guck mal, tollen Zement. Gib uns dafür, was könnten sie uns denn geben? Ja, Nahrung ist immer gut, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wie wir das eingehen. Gibt es bei diesen Leuten hier Handeln oder so? Gibt es nicht, ne? Das heißt, ich werde sie mal darauf an... Also Dragon wird da mal hingehen. Nächste Runde mit der Siedlung mal da reden. Hier, ich will, dass du da rumforschst. Da kommt Lady und Crow nach Hause. Sie gehen durch das Tor, weil das Tor ist transparent. Es ist gar nicht da. Es ist nur ein Hologramm. So, ich raff es nicht. Option. Kann man diesen Scheiß hier nicht mal abholen? Oh, ich glaube, ich weiß wie. Ich bin nur zu blöde gewesen. Pass auf. Lagerhalde. Warte mal, hier sind's. Zugelassene Ressourcen. Ja gut, da hat er... Ich dachte gerade, vielleicht ist das nicht einfach im Radius von dem da. Ist hier Essen mit dabei? Könnte ich jetzt sagen... Arbeitszone verlegen? Und bring den Scheiß mal dahin? Mal gucken, ob das passiert. Aber das können wir ja nicht mit anderen Sachen machen. Das ist ja voll doof. Mal gucken, ob sich die Konserven jetzt von hier nach da bewegen. Zwei Träger brauchen wir, das ist gar nicht verkehrt. Dieses Essensfeld haut nicht so hin. Jetzt ist der Verbrauch gestiegen, aber nicht
Aber die Obstkonserven hat er schon drauf. Also wenn sie die Sachen hier sind, gelten sie wahrscheinlich trotzdem. Ich spule mal ein bisschen vor und gucke mal, ob sich da was ändert. Aber irgendwie wird da nichts abgeholt. Nee, scheiß. Jetzt können wir die Arbeitszone auch wieder verlegen. Ich habe keine Ahnung, die nehmen sich das wahrscheinlich, wenn sie es brauchen. Das verfallene Haus ist auch gleich weg. Und Crow ist wieder voll und ganz genesen. Das heißt, du kannst auf die Weltkarte. Lady bleibt zu Hause. Ich lasse jetzt immer eine Person zu Hause. Wir haben ja jetzt Dragon, die noch draußen auskundschaften kann. What? Wie wär's, wenn du mal hier Richtung Süden schreitest? Und das mit den Banditen zu zweit angreifen, finde ich ganz gut. Das werde ich jetzt, glaube ich, immer machen. Jetzt kann das aber Dragon und Crow machen. Da habe ich ja Crow zur richtigen Zeit rausgeschickt. Noch mehr Wissenschaftspunkte. Da muss ich irgendwie einen Handelswagen bauen, damit ich mit denen handel. Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne mit euch kommunizieren. Hallo sagen. Oh, man muss einfach draufklicken. Ha. Komm näher, mein Freund. Die Waffe ist nicht für dich gedacht. Hm. Schöner Hut mit Schrotmunition. Aber bestimmt ganz schön doof ranzukommen, wenn man hier so einmal umgreifen muss. Natürlich ein Gürtel besser. Dead Creek. Die Gemeinschaft verbreitet ein Gefühl vom Wilden Westen und die Kolonisten, Bewohner, tragen ihre Waffen offen mit sich herum. Öffentliche Hinrichtungen dienen sowohl der Rechtsdurchsetzung als auch der Unterhaltung. Der Sheriff und der Bürgermeister, die sich ihre Titel selbst verliehen haben, reagiert, halten diese Ordnung aufrecht, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Ja, sollen sie doch machen, Miederwumpe. Ja, wir sind vorsichtig. Handelsstatus nicht verfügbar. Bevölkerung 73. Die haben auch nur eine Möhre und eine Sonnenblume. Ja, Diplomatie und Handeln geht nicht. Ja gut, dann wissen wir, dass die da sind. Ja. Hm, abgestürztes Flugzeug. So weit ist Dead Creek gar nicht entfernt. Ob man die später vielleicht auch angreifen könnte? Einfach nur, weil die zu nah sind. Also wir legen sie uns erstmal auf jeden Fall nicht mit denen an. Oh, guck mal. Da wurden Kartoffeln geerntet. Das ist hervorragend. Und der Mais kommt auch. Aber es wurde ja gesagt, dass der Mais wächst ja wie Unkraut. Gegenüber den Kartoffeln. Aber die Kartoffeln sind wahrscheinlich nährhaltiger. Und guck mal. Joshua hat Spaß. Sieht aus wie Oscar, der gestorben ist. Und Scarlett sieht so aus wie Zoe, die gestorben ist durch Radioaktivität. Und ihre Zwillingsschwester Eleanor. Vielleicht sind sie auch Drillinge. Ich habe bisher Scarlett noch gar nicht kennengelernt. Vielleicht waren es ja Drillinge, die alle gleich aussehen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier zu wenig Bilder.
Soft Lady. Die ist einmalig bisher. Macht das eine kleine Zementruine? Ist das Haus abgetragen? Nein. So, dann wird es wieder dunkel. Ich mag die Dunkelheit nicht. Wir spulen mal ein bisschen vor. Also wenn wir mit dem Essen im Plus sind, dann kann man wieder mal anfangen, irgendwelche anderen Bauprojekte. Oder können wir überhaupt irgendwas noch bauen? Ja gut, wir könnten noch mehr diese Häuser verbessern. Also, wir könnten. Er braucht natürlich auch richtig viel Platz hier, der Freund. Wir könnten den hier so dran bauen. Was ist jetzt los? Panische Flucht! Eine Gruppe von Kolonisten rennt panisch auf dich zu. Ein wild gewordener, mutierter Bison ist in die Kuni eingedrungen? Hat bereits mehrere Zelte umgeworfen. Das Problem muss schnell gelöst werden. Du müsst hütest dich aber auch davor, das Biest noch wütender zu machen. Nö. Ich kann dem Bison Fressen anbieten. Aber komm, ich bin nett. Naja, erlegen wir natürlich auch super. Bringt natürlich Fleisch. Könnte natürlich aber wieder eine Person verletzen. Ich möchte erstmal keine Arbeitskräfte verletzen. Ja, füttern wir's. Die Kolonisten stapeln Zweige und Gras zu einem leckeren Haufen in der Mitte der Kolonie auf. Bald darauf erscheint auch der Bison, der unterwegs alles in Stücke reißt. Er kreist um den Futterhaufen herum und beginnt schließlich in Ruhe zu fressen. Du wartest ab, bis der Bison satt ist und wartest mit angehaltenem Atem ab, was er als nächstes tut. Er scheint mit dem Mahl zufrieden zu sein und zieht wieder in den Wald ab. Yeah, friedlich gelöst! Schade. Haben aber keine Person dazu gekriegt. Schade. So, klar sollte hier was abgetragen werden. Aber jetzt stört mich langsam hier, da dieser halbe Baum, oder was ist das, ein Mast? Ach, dann lassen wir die Bäume da stehen. Ein bisschen Deko muss auch sein. Dann bauen wir mal das zweite Gebäude. Können wir noch was machen? Förster kommt später. Spezialisten kommen gleich. Latrine brauchen wir gerade nicht. Handelszentrum! Fuck off, ey! Warum habe ich hier kein Handelszentrum gebaut? Wo baue ich das hin? Ich habe keinen Platz. Das bauen wir erst nach der Wohnbaracke. Haben wir überhaupt alles? Holz. Ja, Holz könnte ein bisschen knapp werden. Aber es könnte passen. Super, dann bauen wir ein Handelszentrum. Das hätte ich aber auch gerne hier. Direkt so am Eingang. Vielleicht an dieser Straße direkt. Könnten wir mal die Arbeitszone verlegen auf diese Bäumchen hier. So, und Lady, kann man dich nicht hier... Komm, bleib mal hier vorm Tor. Das ist deine Position. Oh. Auto haben wir gefunden. Und ein Gebäude für Medikamente. Ah, wir haben davon noch welche. Ich würde sie erstmal noch da lassen. So, Quo, du kannst das nächste Gebiet erkunden. Auch hier, davon haben wir gerade noch genug. Ich lasse sie doch mal da. Und wir ziehen weiter und erkunden. Wenn wir es brauchen, könnten wir es ja abholen. Oder wenn wir keine mehr haben.
keine Pillen oder so, weil ich glaube, wir hatten doch hier 6 Pillen. 6 Antibiotika. Weil meine Angst ist einfach nur, dass wenn wir quasi jetzt noch mehr alles lagern, dass wir quasi irgendwann überrannt werden von irgendwelchen Plünderer und, ja, beraubt werden. Das wäre natürlich scheiße, wenn wir hier alles abfarmen und dann nichts mehr haben. Forschungspunkte! Und, Gold. Geld. Gold, Geld. Münzen. Kleingeld. Bam, 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 bam. Dann Technologie, Technologie, Technologie. Und was ist uns lieber? Windkraft oder Sonnenenergie? Was könnte man eher bauen? Also wir brauchen dann diese komischen Steckermodule, die wir noch nicht selber bauen können, die wir aber auf der Karte finden können. Und das brauchen wir da auch. Und da Instandhaltung braucht man die Mütter. Das sind 2 Ressourcen, die wir quasi beschaffen müssen, die wir nicht selber herstellen können. Produktion. Kann man die vielleicht irgendwie selber herstellen? Ja gut, hier verbessern wir halt die Produktion. Und das halt mit dem Plastik dann später auch. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, haben wir weniger Abfall. Ich gucke gerade nur schon mal ein bisschen vor, als ob wir irgendwie... Oh, hier kriegen wir neue Blumen, das ist auch toll. Da kriegen wir eine Schule. Da kriegen wir ein Andenken. Und schöne andere Straßen. Wachposten. Atommülllager. Hey, dann können wir endlich mal Umweltstation. Cool, vielleicht werden wir da gewarnt. Aber nicht diese Materialien, die ich brauche. Ein Kochhaus. Insektenfarm. Auch nicht schlecht. Rudeltakte. Ja, mehr Arbeitsplätze. Ich weiß echt nicht, was ich gerade als erstes bauen soll. Pflanztempo. Oh, es gibt noch später andere Größen vom Feld. Warum habe ich das nicht beachtet? Pflanztempo ist jetzt auch nicht scheiße. Ist alles irgendwie gut. Ach komm, kümmern wir uns ein bisschen um die Nahrung. Wir machen mal das Pflanztempo um 10% höher. Und ich meine, wir kriegen ja noch ein paar Erfahrungspunkte, aber... ich glaube, wir gehen dann auf Sonnenenergie. Die Frage ist, wo bauen wir es am besten hin? Wahrscheinlich irgendwo da, wo halt keine Bäume stehen, ne? Hier ist so ein schöner, freier Bereich. Achso, kann man größere Felder bauen? Ach, das Handelszentrum! Ich habe das Handelszentrum vergessen. Ich will mein Handelszentrum. Du hast Chance gehabt, deine Bäume da abzufällen, abzuhacken. Jetzt baue ich das Handelszentrum hin und mir egal. Und nebenbei haben wir jetzt, in dieser Baracke sind nur 3 Leute, okay. In der bewohnen 8. Das heißt, wir könnten ja mal, wir könnten zum Beispiel dieses große Zelt mal abreißen. Ja, reiß ab da.
Guck mal, die haben sogar ein Plumpsklo mit dabei. Das ist kein Herzchen. Normalerweise ist da mal ein Herzchen. Sieht aus wie eine Ente. Na, guck mal, hier ist sogar eine Spielzeugente. Also hier so ein, ja, aus Kinderzeiten hier so ein, ach, Wippe oder so. Keine Ahnung, wie man das nennt. Oh, Wohnwagen mit einer Kiste drauf. Nett. Ach, hier ist auch ein Wohnwagen eingearbeitet, oder? Ne, sieht sah gerade nur so aus, weil es so schräg war. Okay. Ja, vielleicht gibt es später noch andere Gebäude. Habe ich hier euch schon auf der Weltkarte bewegt? Ja, habe ich. Gut, dann können wir gerade nichts. Achso, ich wollte noch mal gucken, ob wir größere Felder bauen können. Ah, ich kann nur kleines Feld. Das heißt, ich müsste es erlernen. Definitiv. Das heißt, wenn das kleine Felder sind, dann kommt hier wahrscheinlich nur noch ein großes hin. Dann ist das hier voll. Das heißt, die Grube müssen wir abreißen. Und mit den Leichen irgendwo anders hinpacken. Wir müssen die Leichen umziehen. Das Gebäude ist ja auch gleich weg. What? Gehen wir erforschen hier, oder? Boah, wir finden so viel. Auf einmal. Oh, die scheinen richtig böse zu sein. Weil da ist ja alles rot. Sehen schon halb tot aus, kann das sein? Weil der Energiebalken ist fast unten. Quo wird es gleich angreifen. In der nächsten Runde. Oh, wir haben immer. Junge, wieso bist du radioaktiv verseucht, Mohammed? Erstmal hallo, dass du da bist. Und zweitens, warum bist du verseucht? Geh mal zum Onkel Doktor. Warum geht er nicht rein? Tut nichts. Geh ins Zelt. Das finde ich doof, dass man dir nicht direkt sagen kann, hier, du bist krank, ab ins Zelt mit dir. Sieh zu. Geht aber nicht, schade. Das heißt, dann wird der Junge sterben. Wie viele Kinder haben wir mittlerweile? 5. Ich bin für Kinderarbeit. Kann man das erlernen? Also im Echt bin ich dagegen. Aber im Spiel bin ich dafür. Die können doch einfach als normale Träger arbeiten. Dann hätte ich jetzt 2 Erwachsene, die können irgendwas anderes machen. Und endlich ist der Bengel da reingelaufen. Lässt sich behandeln. Boah, das Handelszentrum ging aber schnell. So, wie kann ich jetzt sagen, pack da mal, also die 30 Werkzeuge rein? Oder muss ich auf die Karte, muss ich sagen, hallo, muss ich sagen, handeln. Und kann ich jetzt sagen, du, ich habe hier leckere Werkzeuge. Die schmecken ganz bezaubernd. Ach, dann kriege ich nur fucking Geld. Was muss ich denn für ein Werkzeug bei dir blechen? 5 Taler kriege ich dafür. Was, wenn ich mir eins kaufe, muss ich 11 zahlen. Ist ja beschiss, okay. Das heißt, Werkzeug kann sie nicht gebrauchen, weil sie das selber herstellen. Ah, Werkzeug waren 4? Ne, 5. Und was kriegen wir für Kleidung? 5.
Benzin bekommt ihr nicht und Waffen auch nicht. Auf keinen Fall. Aber Waffen sind sehr wertvoll. Sehen wir schon. 96 zahlt sie uns. Ach, das sind Saatgut. Sonnenblumen und Karotte. Oh, geil. Wir könnten dann Karotten anpflanzen. Und Sonnenblumen. Oh. Jetzt habe ich Hunger auf Sonnenblumenkerne. Ich liebe die gerade aktuell. Ich sage euch, fangt nicht mit denen an. Na, das ist so wie Zigaretten. Weil immer, wenn ich in der Nähe bin, wir haben so eine Tüte mit Sonnenblumenkerne. Und immer, wenn ich in der Nähe bin, meiner Küche, ach komm, mal ein paar auf die Hand. Und dann gehe ich da an den Rechner und nasche die halt so weg. Und das habe ich gestern zum Beispiel 3-4 Mal gemacht. Ha, das ist das Suchtpotenzial. Ich weiß nicht, was in diesen Dingern drin ist. Aber ich kann die essen. Unglaublich. So, jetzt kommen wir wieder zum Thema her. Kleidung, was willst du denn für dein Saatgut haben? 500! 500! So viel Geld haben wir doch gar nicht, oder? Wir haben nur 351. Jetzt will ich Sonnenblume haben. Ich will ein Sonnenblumenfeld haben. Auch wenn ich das komplette Werkzeug verballere, ich komme nicht an die Summe ran. Schade. Nee, Plastikverkauf. Ja, könnte ich verkaufen, aber bringt nur 3 Talerchen. Und Medikamente, Benzin und Gewehre sind... Nein. Mm-mm. Schade. Schade. Na, jetzt haben wir da alle Forschungspunkte rausgeholt. Oh, dann kann sie das ja mal holen da. Ich weiß nicht, Energieumwandler, was soll das sein? So Stecker dran, ich habe keine Ahnung, Widerstände in riesengroß. Naja, wir werden es noch lernen. Handeln. Handeln. Der Handel mit Gemeinschaften auf der Weltkarte ist ein guter Weg, um an nötige Ressourcen zu gelangen. Erforsche dafür zunächst den Punkt Tauschhandel im Technologiebaum und errichte ein Handelszentrum. Entdeckte Gemeinschaften können über das Handelsmenü, ja, das weiß ich jetzt auch, danke. Danke für die Info, die ein bisschen spät kam. Gut, es ist wieder Nacht, wie heißt denn das jetzt? Komponenten einfach nur. Aber gibt wahrscheinlich eine Möglichkeit, das zu bauen. Komponenten. Unterhaltung. Mit Kisten. Ja, dann spulen wir wieder vor. Ich habe absolut die Zeit verloren. Oh, oh, oh. Warte, warte, warte. Wir haben Bodenstudien abgeschlossen. Warum mache ich Boden? Ach so, wegen Pflanztempo. Okay, das klingt gut. Energiespeicher, Qualitätskomponenten. Aha, aha, aha. Achso, da muss ich eh erstmal. Aber dann, wenn ich das lerne, sind sie wohl haltbarer. Und ein Akkupaket, da kann ich Strom speichern. Falls ich zu viel produziere. Verstärktes Tor wäre auch gut. Wir wurden jetzt schon 2-mal angegriffen. Ich werde, ich könnte auch das Windkraftrad bauen. Aber, nee, macht doch keinen Sinn, weil ich noch gar nicht die Garage habe. Wozu denn Energie bauen? Ich habe den Speicher nicht erforscht. Ich habe zu wenig von diesen Komponenten. Dann warten wir doch einfach mal. Wir können auch ein Andenken bauen. Arbeitsplatz für ein Andenken. Aber ey, steigert Zufriedenheit.
Meine Jungs sind ja eh immer und Mädels sind schlecht gelaunt. Ach komm, bauen wir mal das Andenken. Wir machen mal ein bisschen was Tolles. Wir bauen ja das Andenken. Aber einen Arbeitsplatz gehe ich dafür, gibt es dafür nicht. Ja, das Haus ist leer. Ich meine, Holz haben wir mittlerweile echt gut, aber hier ist noch Zement, ne? Dann, wir haben ja Bob den Baumeister. Kann er hier mal Zement abbauen? Unsere Spezialisten sind auch wieder soweit. Ja, das Handelszentrum könnte man ja auch immer so machen. Wenn man es braucht, dann... Die Kolonisten wollen reden. Es geht um die Mülldeponie oder so. Hä? Welche Mülldeponie? Zwei Kolonisten kommen mit einem Funkeln in den Augen auf dich zu. Eine alte Mülldeponie wurde ganz in der Nähe entdeckt. Wahrscheinlich wegen des Gestanks. Bei dem Geruch drehen sich einem die Eingeweide um. Aber genau diese Tatsache hat möglicherweise bis jetzt die Plünderer ferngehalten. Das könnte bedeuten, dass dort noch wertvolles Zeug liegen könnte. Eine Expedition dorthin könnte sich zwar lohnen, aber sie wäre ohne die richtige Ausrüstung in erster Linie gefährlich. Eine extra Lage Kleidung und Werkzeugsatz würden sehr zur Sicherheit der Kolonisten beitragen und effizienteres Arbeiten ermöglichen. Ja, machen wir doch. Komm, das haben wir ja eh. Komm, kriegst du. So, die Kolonisten kehren zurück und verströmen einen Gestank, der jegliche Vorstellungsgabe übersteigt. Die Expedition stieß unterwegs auf ein paar kleine Hindernisse, wie es nicht anders zu erwarten war. Fing sich einer der beiden irgendeine Krankheit ein. Sie sind jedoch nicht komplett mit leeren Händen zurückgekehrt. Allerdings sind beide sichtlich von ihrer Ausbeute enttäuscht. Ja. Wir haben einen Infizierten und haben dafür zwei Klamotten gekriegt. Super, und haben wir für zwei Klamotten und zwei Werkzeuge verbraucht. Hat sich nicht so richtig gelohnt. Alexander ist krank. Und ich schmeiß die erstmal aus dem Handelszentrum raus, weil wir handeln jetzt erstmal nicht. Das heißt, dann können wir die Arbeitskraft da irgendwo anders reinpacken. Wir könnten zum Beispiel ein paar Klamotten gebrauchen. Dann machen wir das wieder aktiv. So, Eve. Hol mal bitte hier Komponenten. Komponente, das da mal ab, bitte. Sie verwundet? Nein, 12 Komponenten hat sie und wir haben da noch einige liegen. Ich glaube 50 waren es, ne? 31. Okay. So, Quo. Fuck you. Der Typ ist auf einmal geheilt. 7 von 7. Wir brauchen die Hilfe von Dragon. Dragon ist aber noch Ewigkeit weg. Sie kann hier erstmal erkunden. Da gibt's, neue Waffen. Das heißt, Crow kann hier mal erkunden gehen. Da gibt's Kleidung. Oder machen sie erstmal den fertig. Ja, aber dieses Gebiet ist hier rot. Ich weiß nicht, was passiert da mit... Vielleicht dürfen wir es nicht betreten und dann kriegen wir schon Schaden oder so. Oder die sind halt gemeingefährliche Motherfucker. Ich weiß es nicht. Ah, wir sehen zukünftigen Schaden. Entschuldigung. So würde es aussehen, wenn wir ihn geboxt haben, dann wird er überleben und Quo kriegt dadurch leichten Schaden. Achso, okay, dann ziehen wir Dragon gleich dahin und derzeit kann sie ein bisschen erkunden und dann kriegt der Typ da deftig auf die Schnauze. Ganz einfache Kiste. Oh, der Mais sieht gut aus. Der sieht super aus. Muss ich manuell ernten sagen oder kriegt sie das selber hin? Weil die baut noch an. Nee, komm.
Hau das mal weg da. Ernte mal bitte. Und nächste Saat wählen. Er kann aber auch noch ernten. Jo. Was machst du da hinten? Ah. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Für ein bisschen Fleisch. Aber wir brauchen ausgewogene Ernährung. Oh, warte mal. Wir können deinen Arbeitsweg verkürzen, indem du hier die Ratten tötest. Sparst du dir ein paar Meter. Ja, wie sieht es mit Wasser aus? Haben wir eine Überproduktion? Wir könnten auch ein zweites... Haben ja drei Brunnen, ne? Die sind auch noch gerade mit bedeckt. Auch dieser Brunnen könnte quasi... Was ist denn jetzt los? Lagerstätte ist leer. Oh. Hm? Habt ihr abgeerntet? Oh, hier ist noch was da. 6 Stück. Aber welche Lagerstätte ist das hier? Was ist der Zement gewesen? Nö. Hä? Welche Lagerstätte ist leer? Willst du mich veräppeln? Beeren. Aufgebraucht. Aber Junge. Wenn ich klicke, zeigst du mir hier noch Beeren. 6 von 27. Also willst du mich veräppeln? Dann verlege ich mal die Arbeitszone. Naja, ist das ein Bug oder so? Puh. Ja, sammel das mal vor hier weg. So, dann spule ich mal vor, damit wir nochmal eine Runde auf der Weltkarte rumgehen können. Andenken abgeschlossen. Oh, warte mal. Andenken wurde abgeschlossen. Wächter könnte man jetzt machen. Gefahrguttechnik. Aber... Ach, das braucht man nicht. Also nicht gerade jetzt. Dann will ich das verstärkte Tor haben. Dafür müssen wir erstmal Motorisierung erforschen. Schaltet Garagen für Reparatur frei. Okay, die Garage können wir ja schon mal bauen. Die hat natürlich keine Energie. Dafür machen wir ein extra Feld. Und neben der Garage bauen wir dann, keine Ahnung, ein, zwei... oder wir machen generell einen Bezirk, wo quasi Energie gebraucht wird. Dann bauen wir da quasi Solaranlagen hin und Akkus und in einem Gebiet halt. Das könnte man machen. Aber wir müssen es erstmal erforschen. Und dann kommt erstmal das verstärkte Tor. So. Verstärkte Tor, danach Solaranlagen und danach Batterie-Akku-Dingsbums. Das ist ein Plan. So, ich wollte nochmal schnell vorspulen. Ich habe echt das Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht. Ich will jetzt noch einmal Aktions... Ach, mit den Spezialisten können wir machen. Ah, da, da, da. Einmal hier mit den Spezialisten spezielle Einsätze machen hier. Kommen aus diesem Gebiet da raus. Und da gibt es wieder ein paar Pillen. Super. Und du komm mal ein bisschen hier in die Ecke. Und da ist auch so ein Rotleuchtender. Oh, der sieht aber scheiße aus. Erstmal hat er Striche an der Stirn. Zweitens hat er nie Sonnenlicht gesehen. Drittens hat er Segelohren. Und komische Ohrringe. Ganz komische. Und ein Nasenring. Da möchte man am liebsten eine Kette ranmachen und ihn so schön ziehen. Ist der Nasenring? Na egal. Ja. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange diese Folge geht. Und damit es nicht so lange geht, wie gesagt, 30 bis 45 Minuten wollte ich ja mal ideal so eine Aufnahme machen. Und ja. Ich werde nächstes Mal eine Stoppro machen oder so. Hier in so einem Strategiespiel, da kann man Zeit versenken, das glaubt ihr gar nicht. Aber wir leben 22 Tage, wir leben noch. 19 zumindest. 19 Leute noch leben. Ja. 14 Erwachsene und 5 Kinder. Mal gucken, wie lange sie noch leben. Mal gucken, was als nächstes kommt. Vielleicht ein Wirbelsturm mit Haien
Ah, ich höre morgen meine Tochter. Die ist wach geworden. Gut, dann machen wir jetzt eine Unterbrechung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like und einen Kommentar. Ansonsten, die noch nicht abonniert haben, abonniert bitte diesen Kanal, unterstützt uns. Und ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee aus und gehe zu meiner Tochter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.